Hallo liebe Freunde von CryptoTV, jetzt habe ich wieder ein neues Video hochgeladen, aber nicht hier auf meinen diesen Kanal, sondern wo werde ich euch gleich wieder zeigen. Warum ich das nicht hier gemacht habe, habe ich schon in einem anderen Video erklärt, aber ich werde es jetzt, weil ich jetzt heute einige Videos mache, nochmal erklären für diejenigen, die nicht das andere Video gesehen haben. YouTube hat mich zweimal binnen einer Woche gestrikt. Bei dem dritten Strike ist mein Kanal gelöscht. Und es wäre schade für diese jahrelange Arbeit. Doch ich habe eine andere Videoplattform gefunden. Und die zeige ich euch jetzt gleich mitsamt dem Video, was ich euch näher bringen will. Und zwar hier auf dieser Plattform. Wie gesagt, es passt jetzt ein Roboter auf, der genau achtet darauf, was man verbal ausspricht. Wenn den Roboter von YouTube das Wort nicht gefällt, dann wird das Video gelöscht. Und dies war auch so ein Video, das von YouTube gelöscht wurde. Anscheinend gefällt YouTube dieses Thema nicht. Nun, bevor ihr diesen Film hier anseht, klickt einfach mal erst auf Play, dann auf Pause und hier auf dieses Zahnrad. Ihr seht, das ist auf 480p eingestellt. Doch, es geht auch auf 1080. Das ist dann die HD-Auflösung. Bei diesem Video hat die HD-Auflösung der Konvertierung funktioniert. Das funktioniert leider hier auf dieser Videoplattform nicht immer. Was ich da falsch mache, bitte, wenn es ihr wisst, klärt mich auf. Ich vermute mal, umso länger ein Video wird, umso weniger Chance hat man, es in Voll-HD aufzulösen. Somit, dieses Video hier werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr auch zugreifen könnt dort. Und auch in der Kommentarfunktion werde ich es auch noch verlinken. Somit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr auf diesen anderen Videoplattformen euch dieses Video von mir ansehen würdet. Und warum ich das nicht mehr auf YouTube mache, glaube ich, habe ich euch gut erklärt. Somit, tschüss!